souvenirs, souvenirs. Souvenirs, Vor fast 6'000 Zuschauern ist der EHC Biel ins Eisstadion eingelaufen. Für die Runde 3 im Playoff-Finale gegen Arsessières hat der Trainer Kim Collins der Omar Tonini anstelle von Nikos Polidoro aufgestellt. Sonst ist aber nichts verändert worden. Die beiden Playoff-Verstärkungen Steve Thornton und Pascal Trepanier sind also überzählig. Im ersten wie auch im zweiten Drittel hat Biel klar mehr Torchancen gehabt. Das erste Goal hat aber das Nummer 9 von Sierter angeschossen. Die zahlreichen aus dem Wallis angereisten Fans hat es gefreut. Kurz darauf das bittere Saisonende für Joel Fröhlicher. Kreuz- und Innenbandriss im rechten Knie. Im zweiten Drittel geht es ähnlich weiter wie im ersten. Ob schon die Bieler dominieren, können sie erst gerade 49 Sekunden vor der zweiten Drittelspause durch einen Erik Becher zum 1:1 ausgleichen. Drittes Drittel. Der Walliser Stürmer Gochmier schießt das zweite Goal für Sierre. Der Lucier und der Anke sorgen für das 3 und das 4:1. Die Vorentscheidung scheint also gefallen zu sein. Die Bieler reagieren mit 2 Goals innerhalb weniger Sekunden. Der Jesse Bélanger mit einem schönen Sturmlauf. Und der Alexandre Tremblay mit dem 3:4. Im Eisstadion brodelt es. Trotz der grossartigen Unterstützung der Bieler Fans reicht es aber nicht zum Sieg. Ich denke, die 30 ersten Minuten, on a eu beaucoup d'occasions et puis, in den ersten 30 Minuten sind wir zu vielen Chancen gekommen. Es war gerade umgekehrt als im letzten Match. Wir haben heute am Anfang 3-4 gute Torchancen gehabt, durch ein offenes Goal oder Abpraller. Aber die Scheibe hat nicht rein wollen. Und hinten haben sie es in der Hand gehabt. Ils ont pris la main et puis à la fin, mais trop peu trop tard, comme on dit. Wir waren die dominierte Mannschaft. Wir hatten 3 oder 4 Tore schießen müssen. Okay, leider hat man das nicht getan. Und das hat uns, glaube ich, gefehlt in der Kabine. Sind wir nicht 100% rausgekommen im letzten Drittel und ein paar individuellen Fehler. Okay, und boom, auf einmal ist es 4-1. Aber wir haben trotz Moral gezeigt und wir sind dran auf 4-3. Aber es hat heute nicht gereicht. Ich glaube, der letzte Biss hat einfach gefehlt, dass wir einfach den Böcke wirklich ins Goal haben wollen. Im schlimmsten Fall halt mit dem Goalie oder was auch immer. Und man denkt, ja, es kommt schon. Letztes Drittel gewinnen wir meistens. Also wir werden wir auch heute gewinnen. Und es war ein so, irgendwie eine lockere Stimmung. Und das hat sich einfach jetzt gerecht. Nach der dritten Runde im Playoff-Finale steht es also 2:1 für Biel. Weiter geht es am Dienstag im Wallis. Und am nächsten Freitag findet die 5. Finalrunde wieder im Bieler Eisstadion statt. Souvenirs, souvenirs. Souvenirs.